Kinder. Künstlergala 2018. Ich sage es richtig, weil nämlich der Georg Dull sagt schon die ganze Zeit 2019. An meiner Seite Pete Tex, Saxophon, das ist dein Instrument. Und ich sage mal, herzlich willkommen hier heute Abend. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei bin und sage auch allerseits herzlich willkommen. Ja, Pete Tex, klar, wir kennen uns auch schon einige Jahre. Ich glaube, wenn wir so vorhin zurückgerechnet haben, 25 Jahre sind es locker, wo wir uns begegnet sind schon. Du warst auch Urgestein beim Südwestfunk seinerzeit noch und als Rundfunkredakteur. Und ja, wo waren deine Wurzeln? Meine Wurzeln waren, ja, also ich habe ja in verschiedenen Orchestern im Südwestfunk gespielt und war auch als Redakteur tätig. Also der Südwestfunk war schon eine musikalische Heimat für mich. Baden-Baden muss man natürlich immer wiederum dazu sagen, ganz klar. Und jetzt natürlich nach deinem, sage ich mal, offiziellen Dienst als Redakteur und so weiter, bist nach wie vor mit dem Saxophon unterwegs. Was stehen momentan für Sachen an? Was hast du für Pläne? Ich bin gerade im Studio und mache eine CD fertig, die heißt Musik für die Seele, weil ich in letzter Zeit einige sehr erfolgreiche Kirchenkonzerte gemacht habe und ich habe gemerkt, das kommt bei den Leuten sehr gut an. Es hat angefangen, dass ich immer wieder Briefe gekriegt habe, in denen die Fans gesagt haben, wenn sie spielen, schwingt meine Seele mit. Und dann habe ich ein Programm entwickelt aus, sagen wir mal, gehobenster Unterhaltung und leichter Klassik mit Saxophon und Klarinette. Und das wird jetzt zurzeit, das mache ich jetzt gerade, bin ich im Studio und nehme das auf. Okay. Also dann auch in Kirchen, so wie du mir jetzt vorhin erzählt hast, wirklich auch Kirchenkonzerte. Richtige Kirchenkonzerte, ja. Also ich mache mit einem Organisten Kirchenkonzerte. Ich mache aber auch ganz alleine mit Klarinette und Saxophon und habe einen Sprecher dabei. Manchmal ist es der Pfarrer. Dann spiele ich 3-4 Titel, dann spricht er etwas und die Leute, das dauert dann so ungefähr 1,5 Stunden und das gefällt den Leuten sehr gut. Wie gesagt, das heißt dann Musik und Worte für die Seele. Das ist jetzt aber natürlich ganz was anderes, als wenn man dich kennt, wo du früher herkamst. Also da war es doch schon ein bisschen die U-Musik, wie man so schön sagt. Findet das jetzt gar nicht mehr statt? Doch, natürlich. Das ist ja, also es, jede Musik, auch wenn sie noch so klassisch ist, sollte ja etwas unterhaltend sein. Wenn sie die Leute nicht unterhält, hat sie, glaube ich, schon einen Teil ihres Zwecks verfehlt. Nein, das ist jetzt ein Projekt, was ich jetzt gerade im Augenblick betreibe. Ansonsten mache ich meine Auftritte und spiele immer noch sehr viel mit vielen Oldies, mit schönen Saxophonmelodien und gemischt mit Gesang. Und das ist immer sehr erfolgreich. Saxophon gibt es ja jetzt natürlich auch verschiedene Arten, Tenor, Alt und wie auch immer. Was ist deine Hauptrichtung? Also meine Hauptrichtung ist eigentlich Tenorsaxophon, aber es hat sich herausgestellt in den letzten Jahren, wenn ich in den Kirchen gespielt habe, ist das Sopransaxophon sehr gut angekommen und da habe ich mich jetzt ein bisschen drauf spezialisiert und das macht auch sehr viel Spaß. Okay. Und Termine, bist jetzt natürlich noch viel unterwegs oder wie sieht's aus, die Auftritte? Oder hat sich doch jetzt auch schon ein bisschen reduziert, sodass du es aussuchen kannst, sagen wir mal? Ich will mal so sagen, ich muss nicht mehr jeden Termin annehmen, so wie früher. Ich nehme eigentlich nur Termine an, von denen ich glaube, dass sie gut werden. Und vor allen Dingen ist es eins ganz wichtig, wenn ich irgendwo spiele, muss es einen Sinn für mich machen und auch für den Veranstalter und für die Leute. Und da habe ich eigentlich eine ganz gute Wahl getroffen in letzter Zeit. Ich habe so jede Woche einen Termin, da bereite ich mich auch ganz gezielt darauf vor, weil ja diese Termine auch sehr unterschiedlich sind. Und das macht auch sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir mal noch zu einem ganz kleinen Punkt, wenn die Kamera jetzt mal wieder schön rüberkommt. Wir haben es ja vorhin auch mal ganz kurz angesprochen, auch die Zeiten, wo du ja als Redakteur tätig warst. Wenn du jetzt heute das Radioprogramm so anschaust, bist du zufrieden damit oder könnte man einiges anders machen? Man kann immer einiges anders machen, das ist ja ganz klar. Und Kritik ist ja das Einfachste der Welt. Die Jungs, die das machen, geben wahrscheinlich ihr Bestes. Es gefällt nicht jedem, bei uns hat auch nicht jedem alles gefallen. Aber ich muss dazu sagen, ich höre ganz, ganz wenig Radio. Radio höre ich, wenn ich Auto fahre, wegen der Verkehrsnachrichten. Und ansonsten habe ich meine eigene Musik und meine eigenen Quellen, weil es ist nicht alles meines oder es kommt auch nicht ganz alles bei mir gut an, was zurzeit gesendet wird. Aber das wird schon seinen Grund haben, denke ich. Alles klar. Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Dir wünschen wir alles Gute. Weiterhin viel, viel Erfolg noch, dass du noch lange mit dem Saxophon
spielen kannst, spielen darfst und das Publikum unterhalten kannst. Für heute Abend natürlich auch noch alles Gute und die Auszeichnung, denke ich mal, hast verdient. Das freut mich, wenn man für sein Lebenswerk als Saxophonist ausgezeichnet wird. Da ist doch das schon, da kann man schon ein klein bisschen stolz sein, ja. Und dir wünsche ich auch alles Gute mit deiner Sendung und Ihnen beim Zuschauen. Alles Gute für Sie weiterhin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.